Lieber Herr Lobo, Counter-Strike, das moderne Trainingsspiel für den Amokläufer von morgen. Halt! Counter-Strike hat mit Gewalt nichts zu tun. Es handelt sich um ein motorisches Geschicklichkeitsspiel für Zurück- und Zuhausegebliebene und ist also völlig harmlos. Ist es nicht, Herr Lobo. Der digitale Mord sollte ebenso verboten werden wie der echte. Die Jugend muss zurückfinden zu Blinde Kuh, Stille Post und Reise nach Jerusalem. Räuber und Gendarm vielleicht noch. Herr Sixtus, wir sollten unsere guten Verbote für Wichtigeres aufheben. Für Chips mit Biergeschmack zum Beispiel. So unwichtiger Quatsch wie Counter-Strike darf doch nicht verboten werden. Warum? Machen Sie da demnächst Werbung für? Nein, aber stellen Sie sich vor, all die Counter-Strike-Spieler würden auf einmal in ihren durchgeschwitzten Polyester-Polundern handgelenkzuckend auf die Straße gehen. Nicht auszudenken wäre das. Counter-Strike ist für mich die Abkehr der untervögelten Jugend von Schiller, Goethe und Katzenblocks. Dagegen muss massivst kulturell vorgegangen werden, aber allermassivst. Ich bitte Sie, Herr Sixtus, Sie übertreiben ja völlig. Nur weil Counter-Strike gewalttätiger Quark für Vorschulverhaltensauffällige ist, gibt es doch kein ernstzunehmendes Feindbild ab. Aber wer auf Pixel schießt, der verbrennt irgendwann auch E-Books oder löscht Tweets aus dem Iran. Bleiben Sie fair, Herr Sixtus. Es gibt auch für Killerspiele Pro-Argumente. Seit Counter-Strike werden zum Beispiel in den Vorstädten kaum noch Hunde angezündet. Herr Lobo, Sie verharmlosen allen Ernstes das Massenmordtraining? Moment! Von der Bundeswehr habe ich nie gesprochen. Jetzt drehen Sie mir nicht meine eigenen Lügen im Mund herum. Ich bleibe dabei, Herr Lobo. Counter-Strike gehört sofort verboten, weil es dumm und gewalttätig ist. Counter-Strike gehört nicht verboten, obwohl es dumm und gewalttätig ist. Woher kommt denn Ihr grässlicher Verbotsanfall? Haben Sie wieder mit Laien geduscht oder zu viele Scheubletten eingeworfen? Das reicht. Ich gehe jetzt gepflegt grillen. We'll be right back.